Eine Datenschutzorganisation meldet eine gravierende Sicherheitslücke ans Gesundheitsministerium. Statt Dankbarkeit erhält sie dafür eine Anzeige. Dieser Fall zeigt, dass der Umgang mit Sicherheitslücken in Österreich oft alles andere als ideal ist. Die Organisation und Experten fordern jetzt mehr Schutz für derartige Warnungen. Wer hat HIV oder Covid-19? Über eine Lücke im epidemiologischen Meldesystem war das im November 2021 einsehbar. Die Datenschutzorganisation Epicenter Works meldete diese Sicherheitslücke ans Gesundheitsministerium und wurde dafür wegen Hackings angezeigt. In unserer 14-jährigen Geschichte gab es sowas noch nie, dass wir für unsere Arbeit strafrechtliche Konsequenzen uns drohten. Auch für Rechtsexperten zeigt sich hier ein schiefes Bild. Weil es vollkommen klar im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, solche Sicherheitslücken zu schließen. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es, die Behörde sei beim Verdacht einer Straftat zu einer Anzeige verpflichtet. NGOs wie Epicenter Works würden mit ihrer Arbeit aber zum Schutz der Gesundheitsdaten beitragen. Damit diese Arbeit auch erfüllt werden kann, fordert Epicenter Works jetzt aber rechtliche Änderungen und mehr Schutz bei Sicherheitswarnungen.